Warum fährt man 6 Monate lang kein Mountainbike? Habe ich alles verlernt? Das erzähle ich euch gleich. Du bist ja quasi voll bekameriert heute. Neue Videos sind auch schon in der Mache mit allen möglichen Trips und Gadgets. Deshalb abonniert bitte den Kanal, denn über die Hälfte der Nutzer hier haben den Kanal nicht abonniert. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen Dainese gezeigt. Da schau mal. Mit Padding. Haben Sie die jetzt eigentlich mal nochmal gemeldet bei dir? Nein. Deswegen haben wir jetzt die Sachen auf. Okay, ganz kurzer Einschub, dann seid ihr auch abgeholt. Und zwar hat mich die Firma Dainese angeschrieben, ob ich nicht ein Ambassador für sie sein möchte. Ich finde Dainese cool, kenne schon Ewigkeiten die Marke und da habe ich ja gesagt. Der Deal ist aber dann im Laufe weiterer Verhandlungen und Gespräche geplatzt, weil sie mir einen bestimmten Zwang auferlegen wollten, wo ich gesagt habe, liebe Leute, das mache ich nicht mit. Das kann ich auch der ganzen Community nicht antun. Und ich mache das so, wie ich das für richtig halte und dabei noch ruhig schlafen kann. Zack, Deal geplatzt. Ich habe die ganzen Sachen jetzt da und kann darüber mir meine Meinung bilden, wie ich Bock habe. Wenn ihr dann irgendwas drüber veröffentlicht, dann sagen sie, soll das Video löschen. Also so schaut das schon aus. Die Saison ist schon im vollen Gange. Die Parks machen auf. Endlich kann man wieder alles machen. Aber es gibt leider auch ein paar Dinge, die haben sich ein bisschen verschlechtert, wie zum Beispiel die Eskalation an den Trails in Regensburg. Da bin ich gar nicht happy drüber. Da sind momentan Dimp und die Loose Riders Regensburg dran, dass sie da eine Lösung erarbeiten, denn da geht es mit Trailsperrungen momentan rigoros voran. Von dem her bin ich hier woanders unterwegs und bitte seht auch davon ab, dass ihr fragt, wo das ist, weil ich werde es euch nicht beantworten. Einfach nur, um sicher zu sein. Ja. Gar nicht. Es fühlt sich irgendwie ganz normal an, wieder nach so langer Zeit auf einem Mountainbike zu sitzen. Es ist gar nicht so fremd, wie ich eigentlich erwartet habe. Aber mal sehen, wie es dann bergab läuft. Den Trail bin ich am Wochenende zuvor schon mal gefahren. Was ich aber schon merke, dass einfach die Präzision beim Bergabfahren momentan noch komplett fehlt. Neue Sachen habe ich übrigens auch dabei. Man hat schon gesehen, den Bontrager Blaze Helm habe ich neu beklebt mit dem Track-Logo. Der hatte coole Gimmicks dabei, wie zum Beispiel so eine Breakaway GoPro-Halterung oben, die auch teils magnetisch dann ist. Finde ich eine gute Sache. Seinem Niemandsland. Und er hat Wavecell integriert, das viel, viel besser gegen Gehirnerschütterung helfen soll, wie zum Beispiel MIPS. Super praktisch übrigens auch der Kinnbügel mit Fitlock. Ach, schau. Komplett neuer Trail, keine Ahnung, was mich erwartet. Wir sind nochmal raufgefahren. Oh ja. Uah. Oh, das ist ein Rad. Geil. Ui, da ist es geil. Ja, das ist ein Expertenboden. Oh, nicht absteigen, nicht absteigen. Alter. Der Steigling. Geil. Ah, Dominik, mach eine Pause. Also, das war also meine Falllinie. Ist okay? Ja. Okay. Ich hab bloß einmal angeschaut von dir, nicht, dass du jetzt gleich drin liegst und nicht mehr bremsen kann oder so. Ja, hätte gut sein können. Kann ich lieber mal vorsichtig mit da. Du hast so, wow, ist steil. Aber der mit den 2 Sprünge drin, der ist jetzt schon vom Feinsten. Einmal noch richtig gut. Hat halt nur Lebensgefahr, wenn du rauskommst. Ja. Dürfen. Aber die musst du halt einfach wissen. Das ist natürlich auch ein schwieriger Trail direkt zum Einstieg, da er nämlich nach sehr präzisen Fahrmanöver verlangt. Aber nach ein-, zweimal durchrollen hat es eigentlich dann ganz gut geklappt. Es ist so eng.
Für die zwei Sprünge habe ich zwei Anläufe benötigt. Ich habe mir den Trailer angeguckt, wie er denn so gebaut ist. Ich habe dann ein bisschen Vertrauen aufgebaut, dass die Shaper das dann schon so hingebaut haben, dass es vom Speed her passt. Und siehe da, hat wunderbar geklappt, einfach drüber gesprungen, optimal. Die Seitenstollen bremsen schlecht. Und nach so langer Zeit sind neue Trails irgendwie eine doppelte Herausforderung. Wo ich aber wirklich nachlassen habe, ist dieser Fokus. Lenker festhalten. Wenn man bergab fährt mit so hoher Geschwindigkeit, dann muss man einen sehr, sehr guten Fokus auf das haben, was gerade passiert. Und ich würde mal sagen, da habe ich echt abgebaut. Kurzzeitig bekomme ich es schon hin, aber über längere Dauer lässt einfach die Konzentration ab. Das ist wahrscheinlich wie beim Meditieren, wird über die Zeit wahrscheinlich wieder besser. Das schaut recht mau aus auf der Seite. Ne? In dem neuen Waldstück haben wir dann natürlich auch noch weiter nach Trails gesucht, war aber gar nicht so einfach. Übrigens zum Testen habe ich dann eigentlich auch noch diese Dainese-Handschuhe übrig gehabt. Ich nehme die ja immer sehr, sehr klein, das heißt, ich habe normalerweise Handschuhgröße LXL. Die Handschuhe sind jetzt M, Medium, und sind damit unfassbar eng. Werden wir mit der Zeit weiter. Aber die Unterseite, das ist so ein gelöcherter Stoff, das ist nicht mehr kein Kunstleder, aber es macht eigentlich einen guten Eindruck, weil man dann da nicht so schwitzt. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Dazu habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, diese neuen Knieschoner zu testen. Machen einen guten Eindruck. Diese Metallkappe da vorne, die finde ich eigentlich ganz charmant, weil wenn man nämlich dann stürzt, dann rutscht man auf der Metallkappe dahin. Aber insgesamt muss ich sagen, sind sie jetzt nicht so fest. Vielleicht brauche ich da nochmal kleiner. Ansonsten pedalieren sie gut. Und mal schauen, wie es beim ersten Sturz ausschaut. So, slowen wir uns da nochmal rein. Aber kommen wir zum Anfangsthema zurück. Warum macht man so lange Pause? Bei mir hat sich etwas im privaten Bereich geändert. Zum einen haben wir ein Haus gebaut, was unfassbar viel Zeit frisst. Dazu kam das Anlegen von einem Garten, was ich völlig unterschätzt habe. Jede freie Minute ging dafür drauf in den letzten 3 Monaten. Wahnsinn. Währenddessen sind die Bikes in der Garage verstaubt. An Fahrradfahren war gar nicht mal zu denken. Aber das Wichtigste, meine kleine Tochter. Ende Februar kam sie zur Welt und hat natürlich dann das ganze Leben nochmal dazu auf den Kopf gestellt. Sie ist somit unsere Prio 1 mit Stern. Und das ist eigentlich ganz interessant, ich bin nie verrückt nach Kindern gewesen, aber wenn man so ein eigenes kleines Baby zu Hause hat, dann ändert sich das ziemlich schnell. War echt verwundert. Dazu sind wir dann natürlich in das neue Haus auch noch eingezogen, ist eh klar, im April. Alles auf einmal sozusagen, Haus bauen, Kind bekommen, umziehen, Garten anlegen. Ich kann euch nicht sagen, was die Zukunft momentan bei uns bringt, aber ich freue mich schon auf die Trips, die wir drei gemeinsam dann in Zukunft auf jeden Fall machen werden. Wie war das eigentlich bei euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal wegen ähnlichen Themen so lange pausieren müssen oder habt ihr da eine gute Balance gefunden? Ich bin gespannt. Schreibt es rein. Ich lese alle eure Kommentare und bleibt dran. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächstes Mal. Servus. Oh,